Ja, also wir hatten viel Ballbesitz, viel im Mittelfeld hat sich abgespielt. Es waren jetzt nicht so die Torraumszenen wie in den anderen Spielen bei uns. Das ist schon richtig, aber ich denke, in der zweiten Halbzeit war mehr los im 16er und ja, dann war es auch ein etwas besseres Spiel. Ja, eigentlich ist das alles okay. Sie müssen nur zielstrebiger werden und wir haben ja auch ordentlich gespielt bis dahin. Und von daher muss es so weitermachen und eben vielleicht den Druck nochmal aufs gegnerische Tor erhöhen. Und ich denke, wir haben es ganz ordentlich gemacht und du musst auch dran denken, wir haben ja gegen Tabellen, das ist Dritter gewesen oder so und da darfst du auch nicht in Konter laufen, ne? Und das ist immer so ein Drahtseilakt und ich denke, das haben wir ganz ordentlich gemacht. Also wenn man in der Nachspielzeit einen Elfmeter hält und dadurch einen Punkt mitnimmt und das Spiel nicht verliert, ist es natürlich wie ein gefühlter Sieg für uns. Ich glaube, das ist gerechtfertigt, das Ergebnis. Da waren Chancen auf beiden Seiten und gut, ist natürlich für Bielefeld bitter, dass es am Ende, wenn du so eine klare Chance hast, das Ding nicht gewinnst, aber im Großen und Ganzen hatten beide Mannschaften gute Chancen. Spitzenspiel, also tolle, tolle Leistung. Also ich bin sehr zufrieden. Wir können besser Fußball spielen, aber wir müssen auch die ganze Umstände sehen. Platz, schwere Gegner, die haben uns bekämpft. Die haben schon von vorne an so gewollt zu spielen gegen uns. Die haben, ich sag's nochmal, drei defensive Mittelfeldspieler im Zentrum. Sie haben mehr oder weniger nur drei offensive Leute mit Kloß, mit Rann und mit Hiele. Alles andere waren nur defensive Leute auf dem Platz. Und beinahe sogar mit diesen Taktik heute auch vielleicht auch belohnt.